Ja, bin ich jetzt gespannt. Ich auch, ich auch. Herr Löblich. Hör mit dem Blödsinn auf. Ja, ihr Hübschen, der Papa ist hier gerade noch mal beim Actoracer. Jetzt ist nämlich gerade nicht ganz so viel los und jetzt können wir mal den 300 SL über Willow Springs treiben und mal gucken, wie es sich so driften lässt. Vor allem, wenn man hier hinten diese ganze Driftapparatur mit drin hat und der Popometer ein wenig angeregt wird. Lassen wir uns überraschen. We'll be right back.
schlecht. Das war auch gut aus Erwartung gefüllt. Das lief ja gar nicht so schlecht. Es ist unglaublich, was dieses Ding ausmacht. Also das war jetzt für mich auch der Beweis, weil ich kann ohne den Sitz nicht driften. Aber ich kann dein Gewicht machen. Und wenn du hier drin sitzt, in diesem Teil, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil der macht exakt das, was du erwarten würdest. Du merkst sofort, wenn die Hinterräder abreißen, du merkst genau, krass, du merkst richtig, wenn der wieder Griff kriegt. Das ist und dann die Leute können sehen, was du vorhin bist. Ich freue mich zu hören.